Der Chef ist derzeit in Brasilien. Er wollte dort den ganz großen Deal machen. Ein Millionengeschäft. 20 Bulli, legendäre T1. Nur ganz so fahrbereit wie erwartet sind die Flower Power Busse nicht. Am Ende kauft der Chef nur 6. Okay. Top. Hey. Gut. Thank you. Drei fahren wir direkt an den Hafen, um zu gucken, wie die so laufen und natürlich auch, um ein paar Mark zu sparen. Warum einen teuren Spediteur bemühen, wenn man doch Geschäftspartner hat, die einen auf der Überlandfahrt begleiten? We have some tools. Tools, we have some tools. No, my Mikael Malone, my mechanic is okay. Gut. Die Werkzeugfrage bleibt also irgendwie ungeklärt. Let's go. Let's go. Ach du Scheiße. 460 Kilometer sind es bis zum Hafen. Dort legt in 3 Tagen das Containerschiff ab. Ausreichend Zeit, sollte man meinen. Wir haben uns überlegt, dass wir irgendwie so morgen Nachmittag da sind. Ja, komm, lass uns jetzt abhauen, damit das jetzt endlich hier losgeht. Der Worst Case ist, dass keins dieser 3 Autos überhaupt jemals das Wasser sieht, weil alles unterwegs kaputt geht oder abbrennt oder in den Graben rutscht. Bis 1976 wurde der T1 in Brasilien gebaut. Alter, die Lenkung. Katastrophe. Wer hat sich das gewünscht, ey? Oh Gott. Oh, die Bremse. Ach du Scheiße. Die Bremse. Katastrophe. Das wird schlimm. Das wird schlimm. Das erste Fahrgefühl in dem Bus war natürlich, warum musste ich wieder so einen Scheiß kaufen? Warum bin ich nicht einfach zu Hause sitzen geblieben und habe Erdbeereis gegessen? Warum musste ich unbedingt VW-Busse in Brasilien kaufen? Während ihrer Fahrt Richtung Hafen sind Michael und das Team irgendwo im brasilianischen Nirgendwo gestrandet. Das Radlager von Volkers Bulli streikt. Leck mich am Arsch. Warum musste ich wieder so einen Scheiß kaufen? Warum bin ich nicht einfach zu Hause sitzen geblieben und habe Erdbeereis gegessen? Eine Reparatur auf offener Straße und mit völlig offenem Ausgang. Es weiß doch keiner, was jetzt repariert werden muss. Und es weiß auch keiner, wie er das reparieren soll. Ohne Werkzeug. Wir ziehen uns um jetzt, ne? Ja, wir ziehen uns um. Warum sind wir überhaupt nicht umgezogen, schon losgefahren? We are not even 30 minutes in the road and we already have repairs to make. So, we still have to drive for 12 hours. Das ist das Werkzeug jetzt. Katastrophe, Alter. Katastrophe. Ja, Alter, das Werkzeug war alles totaler Müll. Das hätte in Peterslag keiner mehr aus dem Schrottcontainer geholt. Da wäre jeder froh gewesen, wenn er es nie wieder sehen muss. Und weil der Marcello halt kein Vollkornschrauber ist, hat er natürlich irgendwas genommen, was er im Alteisen gefunden hat, hat gesagt, das wird als Werkzeug wohl reichen. Ja, und wie machen wir die wie sollen wir denn die Radbolzen losmachen? Was soll denn jetzt gehen? Wir tun den jetzt nur ein bisschen an und dann machen wir ja. Mit welchem Werkzeug machen wir den? Radbolz, nix. Hier, sollen wir das damit jetzt aufmachen? So. Wir brauchen einen Ratschenkasten. Wie sind wir überhaupt losgefahren ohne Ratschenkasten? Ja, weil er gesagt hat, er hätte doch alles dabei. Ja, das ist alles dabei. Hammer, Meißel und eine Säge oder was? Und dann noch so ein Zimmermannshammer. Was soll man machen mit dem Sarg? Immerhin, ein Radkreuz hat Marcello noch im Gepäck. Du Sau, du! Oh Gott, ey! Okay? Ja! Nur 5 festsitzende Radmuttern später. Es war ein bisschen unangenehm, weil die Luftfeuchtigkeit, die war auch so kurz vor 100%. Du kannst dich nicht bewegen, ohne dass du sofort anfängst zu ölen. Und jetzt, wie kriegen wir die Scheiße da auf?
Um das Radlager zu erreichen, muss die zentrale Achsmutter runter. Ohne Werkzeug praktisch unmöglich. Oder? Das geht super. Nämlich gar nicht. Das geht super. Mit diesem Spielzeughammer und mit diesem Kirmesradkreuz in Brasilien im Dschungel. Ein super Geschäft. Ein super Geschäft. Ein richtiges super Geschäft. Das Radlager hat mittlerweile so viel Spiel, dass mit Sicherheit auch den Radbremszylinder zerstört hat da drin. Da tropft ja auch, ich glaube, die Bremsflüssigkeit raus. Wenn man das richtige Werkzeug hat, das neue Radlager und, wird das alles einigermaßen gehen. Aber wir haben hier nichts. Wir haben noch nicht mal einen anständigen Hammer. Auch wenn wir das jetzt aufkriegen würden, dann würden wir feststellen, das Lager ist am Arsch. Dann stehen wir genauso blöd da wie jetzt auch. For this trip, we need one toolbox, everything inside. Yeah, but okay, chip problem. And then, his brother told me there's a shop for spare parts. Ele falou que tem uma loja. You or he will make a picture, go back, buy the parts and come here. Das wäre die beste Idee. Aufladen nach Hause. Da wird nichts mit dem Essen um 12. Nein. Explicar pra ele. Fala pro Luciano. Okay, okay. 3 Stunden waren Luciano und Marcelo unterwegs. Aber sie haben die Teile tatsächlich gefunden. Scheiße, ey. Gib mir mal den Holzklotz, der vorne vor dem Rad liegt. Und der soll sich reinsetzen, auf die Bremse stellen. Eigentlich sollte das Team lieber Gas geben. Hier, pass auf, du nimmst den dicken Hammer. Ja. Dann haust du von hier. Alter. Ja, das geht super, Alter. Alter. Okay. Ja, versuch mal. Noch, ne? Das sieht aus, als hätten wir wirklich Ahnung, ne? Je tiefer die Sonne steht, desto mehr drängt die Zeit. Schon jetzt zieht die Freiluftwerkstatt auffallend viele Interessenten an. Und Marcelo mahnt zur Eile. Não é bom, temos que prosseguir o mais rápido possível. We have to push as much as possible because it's getting dark and at the roadside it's dangerous too. Rub these things so we cannot stay here. It's no good. We have to keep up as fast as possible. Wir machen ja schon so schnell wir können.